Kolleginnen und Kollegen, in diesem Beitrag berichte ich zum Thema kardiogener Schock. Bei dem kardiogenen Schock handelt es sich um eine kritische Minderperfusion von Organen auf dem Boden einer kardialen Problematik. Meine Agenda zu diesem Thema sieht wie folgt aus. Ich berichte über Diagnostik und Ursachen, über die sogenannte kardiogene Schockspirale, dann umfassend über Therapieansätze und zum Schluss gibt es einen Ausblick auf das, was uns vielleicht in naher Zukunft an neuen Informationen und Ergebnissen erwartet. Zunächst einmal zum Thema der Diagnostik. Und beginnen möchte ich wie immer mit klinischen Zeichen, in dem Fall mit klinischen Zeichen der Organminderperfusion, die man auch in diese beiden Gruppen Vorwärtsversagen, Rückwärtsversagen zuordnen kann. Hier einmal den Vierkammerblick eines normal schlagenden Herzens und ohne auf Details zu achten, so hat man doch den Eindruck, dass der linke Ventrikel in seinem ganzen Umfang gut und gleichmäßig pumpt. Und das wird umso besser sichtbar, wenn man einmal im Vergleich sieht, wie ein linker Ventrikel im kardiogenen Schock aussieht. Sie sehen, er ist auch weiter als im linken Bild, aber vor allen Dingen sehen Sie die herabgesetzte globale Kinesie oder Kontraktilität dieses linken Ventrikels. Hier sehen wir den Blick auf fast 150.000 Fälle mit kardiogenem Schock aus den USA, aus einem Register. Und hier ist einmal aufgeführt, zu welchem Anteil der Myokardinfarkt am kardiogenen Schock beträgt. Trotzdem noch mal kurz einen Blick auf die vielen Ursachen, auf die vielen sonstigen Ursachen werfen, die ebenfalls zu einem kardiogenen Schock. Lassen Sie uns jetzt diese beiden Verfahren zunächst beginnend mit der Impeller vielleicht etwas näher besprechen. Nochmal zur Erinnerung, die Impeller ist ein Verfahren, welches über die Femoralarterie eingeführt wird und eine Mikroaxialpumpe wird in den linken Ventrikel vorgeschoben. Hier sehen Sie die Meta-Analyse der bisher vorhandenen randomisierten, kontrollierten Studien zum Thema Impeller oder Tandemheart im Vergleich mit der intra-aortalen Ballon. Wie sieht es aus mit der Studienlage zur VA-ECMO? Ja, ähnlich traurig, was randomisierte Untersuchungen betrifft. Die gibt es nämlich gar nicht. Hilfreich könnte eine Risikostratifizierung sein, sogenannte Risikoscores. Da sind auch die verschiedensten Scores über die Jahre bemüht worden. Letztendlich gibt es nach meinem besten Wissen bisher nur einen Score, der auch ausreichend extern und intern validiert wurde. Das ist unser Problem, in dem wir stehen. Wer ist der richtige Patient? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal adressiert. Was ist für welchen Patient der richtige Verfahren, wenn es denn der richtige Patient ist? Und was ist der richtige Zeitpunkt für den Beginn des richtigen Verfahrens bei dem richtigen Patienten?